Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und ja, Freitagsfolge, wieder Nachtfolge sozusagen, aber wir haben hier noch ein wenig zu tun. Ne, das dürfen wir ja nicht vergessen, denn wir wollten ja noch da oben rein. Ich bin nur schnell nach Hause gerast, habe schnell meine Sachen abgelegt und hatte gesehen, wir hätten schon längst hier hochgekonnt. Den Pfeil will ich wieder haben. Wir hätten schon längst hier hochgekonnt, denn ich habe ja diese tollen Gerüstteile hier noch. Wieso? So, jetzt sind wir endlich oben. Das heißt, wir können hier noch alles durchsuchen. Das ist auch gar nicht so unwichtig. Den Stuhl können wir mal mitnehmen, ist schließlich gutes Brennzeug. So, das Problem ist natürlich, hier oben ist wenig Platz zum Kämpfen. Ich hoffe, hier ist nicht ein Zombie mehr. Ansonsten könnte es Probleme geben, aber hier ist tatsächlich gar nichts. Das hätte ich jetzt eher nicht erwartet. Hier ist wirklich überhaupt nichts. Nicht mal irgendetwas zum Durchsuchen. Das ist jetzt echt wenig, was hier oben zu finden war. Aber gut, jetzt wissen wir wenigstens, dass da nichts war. Ah, verdammt. Jetzt haben wir den natürlich kaputt gemacht. Egal. Dann lasst uns ab nach Hause. Ich habe leider jetzt auch keine Range mehr dabei, sonst würde ich noch sagen, lasst uns noch ein, zwei Autos eben schnell auseinandernehmen, damit wir Benzin kriegen. Gut, wir könnten uns eben kurz eine Range holen. Das wäre natürlich nicht das Problem. Und dann noch ein oder zwei Autos hier wenigstens auseinanderschrauben. Upala. Ups. So, das Fahrrad lasse ich mal draußen stehen. Nur wir müssen auch noch gucken, dass wir die Tür holen auf jeden Fall. So, da haben wir eine Dreier. Die schmeißen wir uns eben ins Inventar. Dann müssen wir mal eben kurz gucken. Ich glaube, oben habe ich noch eine einzige Tür. Oder zwei. Irgendwie so. Hier Türen, 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 Türen. Da. Eine Eisentür. Sogar eine Eisentür. Hoppala. Das war jetzt nicht beabsichtigt, aber egal, hat funktioniert. So. Sehr schön, dann haben wir noch wenigstens eine Tür, die uns wieder schützt. Und ich hole noch ein bisschen Benzin aus den Autos. Und nicht nur das vielleicht, sondern auch noch einen Motor oder sowas. Wäre ja auch was Schönes. Oh, hier haben wir noch vier Schuss drin. Das nehmen wir natürlich auch ganz gerne mal mit. So, und dann sind wir schon in der vierten Nacht. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ein Motor und eine Batterie sogar. Geile Sache. Braucht man natürlich noch alles für, ja, Betonmischer und ach, allen möglichen Bibabo. Deswegen ist das gar nicht mal so übel. Was für ein Level sind wir eigentlich jetzt? 10! Das ist doch wie, ne? Zack, Forge gebaut oder gelernt. Die Schaufel habe ich jetzt natürlich nicht mit bei. Das ist natürlich super, weil wir bräuchten dann jetzt Lehm. Ne, das ist ja ganz klar. Natürlich die Frage, wo habe ich die Schaufel? Da ist die Schaufel unabrichtlich. Weil dann gehen wir doch lieber Lehm sammeln. Anstatt hier irgendwas anderes zu machen. Ich glaube, lehmige Erde gibt es da vorne. Weil lehmige Erde gibt es nicht mehr einfach so zu finden mit braunen Flecken. Da ist lehmige Erde. Wir brauchen einiges an lehmige Erde. Ich weiß auch nicht mehr, was wir an Steine haben. Forge.
Oh ja, lehmige Erde haben wir schon fast genügend. Aber natürlich brauchen wir noch ein bisschen mehr, weil wir müssen ja auch ein paar Sachen da reinschmelzen, ne? Das ist ja jetzt nicht nur, dass wir da Lehm brauchen, um die zu bauen, sondern wir müssen ja auch noch Lehm da reinpacken, damit wir auch noch genügend Zeug zum Ein- oder zum Ausschmelzen wieder haben, ne? Dass wir halt Zeug rauskriegen. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. So, 50 gehen, 60 gehen dafür drauf. Das heißt, 60 würden wir gerade mal einschmelzen. Das ist nicht viel. Also machen wir noch einen Moment. So, jetzt wird es natürlich schon wieder Nacht. Noch sehen wir ein bisschen was. Jetzt wird es gerade dunkel. Ist natürlich nicht so schön, aber können wir jetzt nicht ändern. So, Steine haben wir jetzt auch schon genug. Das heißt, wir gehen wieder rein und gucken mal, dass wir unsere Forge bauen und dann natürlich hier das ganze Zeug wieder hochschlören und so weiter und so fort. Denn ich habe das hier überall verteilt auf der ersten Etage. Gibt ja auch nichts Schöneres, als irgendwas hier hinzustellen, ne? So, zack, zack. Das hier müssen wir auch mal besser machen irgendwie. Müssen wir uns auch mal drum kümmern. So, wir brauchen definitiv Leder. Das wird wahrscheinlich unten in der Kiste sein, so wie ich mich kenne. Ach, hier haben wir noch vier Stoff. Ja, seht ihr, hätten wir noch Stoff gehabt tatsächlich. Wo ist Leder? Ist das jetzt echt unten in der Dingens drinne? Das kann jetzt echt nicht wahr sein. Gut, hier haben wir aber noch ein bisschen Stein. Das ist ja ziemlich gut. Das ist ja zum Heulen. Das kann jetzt hier drinne sein. Ja gut, machen sie eh mal leer. Ne, damit wir die Sachen schon mal wieder rausnehmen. Hier ist es nicht drinne, dann ist es wahrscheinlich hier unten drinne oder da hinten in der Küche. Da habe ich auch noch was reingepackt. Da ist das Leder. So, wir brauchen definitiv einmal einen Blasebalg. Blasebalg. Ai, 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 ai. Fünfmal Tesa. Gut, Leute, das heißt, nehmen die restlichen Sachen, laufen hoch, bringen sie weg und gucken, dass wir irgendwie nochmal Wasser zusammenkriegen hier. Ach ja, jetzt ist mein Inventar voll. Oha. Pack das weg. Nimm das auf. Ich weiß, es ist nicht die optimalste Lösung, so wie wir das hier gemacht haben. Aber es ist tatsächlich eine der besten Methoden. So, essen, essen, essen. Leere Gläser. Stoff ist auch hier drin, Arznei ist auch alles hier drin, also. Essen. Arznei. Essen. Arznei. Das war's. Dann haben wir hier Munition. Zack, zack. Und hier auch noch wieder ein paar Schuss davon, dass die weg sind. Da haben wir noch für die Magnum Jagdgewehr. Gut, haben wir hier irgendwo noch Knochen? Nee. Haben wir hier noch irgendwo Knochen? Nee, aber Flasche trübes Wasser haben wir halt noch. Haben wir hier noch irgendwo Knochen? Also ich glaube, mit Knochen sieht es echt mager aus. Zack, die Spikes hier hin, das hier rein, das, 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 das,
das eigentlich fast alles hier rein, ey. Okay, das war jetzt ein bisschen Quatsch. Das auch, das gehört für mich zur Munition. Ist alles für die Forge schon mal. Ja, meine Ordnung lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, das weiß ich selber. Wobei du gehörst für mich auch zum... So, dich kann ich auch mal rauspacken. So. Papier gehört dir für mich definitiv zur Munition und das hier auch. Auch wenn es in dem Sinne keine Munition ist. Ey, wir müssen irgendwo Klebeband finden. Denn ohne Klebeband geht ja gar nicht. So, das ist alles leer. Hier ist noch was drin, das müssen wir nehmen. Hier ist noch was drin, das müssen wir nehmen. Da sind auch zwei Knochen bei gewesen. Das war aber nicht alles, was ich hier hatte. Echt jetzt? Okay, es war doch das, was wir hatten. Das ist natürlich jetzt eine doofe Situation. Wir haben keinen Kleber. Doch ein Klebeband haben wir. Aber wir haben nur zwei Knochen. Das heißt, wir werden im Leben nicht alle Materialien zusammenkriegen, um das herzustellen. Ach, verdammt, ey. Komm, ich nehme erstmal alles an trübes Wasser mit. Oder habe ich hier noch Kleber drinne? Nee, es wäre auch zu schön gewesen. Kleber herstellen. Wir können zwei Stück herstellen. Ach, so ein Mist. Das ärgert mich jetzt echt. Das kann weg. Das kann auch weg. Das ist ärgerlich, Leute. Das ist richtig ärgerlich. Rezepte, Klebeband. Es ist so ärgerlich und fehlen gerade mal zwei Klebeband. Ich guck nochmal durch die Kisten durch. Ich hoffe, ich übersehe nirgendwo einen Knochen, aber den kann man eigentlich nicht übersehen, den Knochen. Ist doch alles zum Würgen. Dann auf jeden Fall schon mal die Nägel. Hier haben wir Stoff. Bottle of Acid. Ja. Essen, Essen, Essen. Federn ist eigentlich Munition. Achso, nein, mitnehmen. Haben wir noch ein Eisenrohr. Ja, ich muss definitiv noch mehr Kisten bauen, das ist mir schon bewusst. Für mich ist erstmal nur wichtig, dass wir überhaupt ein bisschen Leere reinkriegen ins Inventar. So, so, so. So, so. 18 Fleisch, hatten wir nicht gerade noch Fleisch im Inventar? Oder habe ich das irgendwo anders wieder reingeschmissen? Weil ich wieder so super intelligent bin. Oder ich habe es auch wirklich richtig reingeschmissen, wer weiß. Ich bin ein wenig verwirrt. Wieso Leder da rein? Das meine ich mit verwirrt. So, die Machete zur Seite. Kommt mit hier hin zu den Schlagwaffen. Das kann mal da raus. Haben wir noch irgendwas, was hier nicht reingehört? Nee. Gut, dann das da rein. Denn hier haben wir schon ordentlich viel Zeug. Hier haben wir auch schon Blei. Da ist noch mehr Blei. Also ich ziehe auch immer gerne schon alles so ein bisschen in die Richtung, was halt eine Schmilzkiste sein sollte. Ne? Halt alles so ein bisschen durcheinander noch hier. Aber das wird sich noch bessern, Leute. Definitiv. Warum mache ich das jetzt? Zeige ich euch. Wenn ich das jetzt so wieder da reinpacke, ist das alles schön in Reihe und Glied und ich habe hier so eine kleine Lücke dazwischen. So.
Hier haben wir noch ein bisschen Brass. Ne, hier nicht. Gehört da rein. Zack. Ja, Leder. Ja. Wir hätten alles. Wir hätten alles für die Forge, bis auf die zwei Mal Knochen. So, jetzt bin ich aber mal mutig. Na, ich bin ja sowieso immer ein Psycho. So nennen mich zumindest meistens Wödern und Faustus. Wie gesagt, die joggen ja nur. Es ist ja jetzt nicht so, dass die rennen. Ja, die joggen nur mir entgegen. Beziehungsweise ich jogge dann auch ganz normal weg. Also wenn ich schnell renne, bin ich immer noch schneller als die. Mir geht es aber darum, diese Kadaver hier zu finden. Da können wir noch mal ein bisschen Knochen sammeln. Oh, und Nitratpowder, das wusste ich auch noch nicht. Schon unheimlich, wenn man keinen Helm hat. Ich glaube, da vorne ist noch so ein Kadaver. Das Schöne ist natürlich, wenn man einen Mining-Helm hat, dann leuchtet er die ganze Zeit und man hat die Hände frei. Deswegen ist er auch so beliebt. Der Kadaver. Bisschen Fett, komm, Knochen. Jawohl, zwei Knochen sogar gekriegt. Das heißt, wir haben drei Knochen, ne? Ja, wunderprächtig. Ab nach Hause und jetzt können wir dann doch noch die Forge vielleicht bauen. Das ist super. Dann haben wir. Wie vielte Nacht ist jetzt? Fünfte Nacht. Das heißt, nächste Woche müssen wir definitiv. Definitiv einen ganzen Tag Holz fällen. Dafür müssen wir natürlich erstmal Sprit besorgen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber das kriegen wir hin. Dann ist Tag 6 bzw. Nacht 6. Und dann kommt ja schon fast Tag 7 danach die Woche. Und die Nacht 7, was viel, viel schlimmer wird. Ja, unser Haus ist natürlich schon noch überhaupt nicht gesichert. Naja, gut, überhaupt nicht, ist auch falsch ausgedrückt, aber es ist auf jeden Fall noch zu wenig gesichert. Hatte ich hier eigentlich auch noch was drin? Ja, natürlich hatte ich hier noch was drin. So. Wir sind wieder zu Hause und wir haben genügend Knochen, um eben noch die Forge. Na, spring hoch da, du. So geht's auch. So. Zack, 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 zack. Der Compound-Bogen kommt hier rein. Dreimal Kleber. So. Ach Leute, ist ja schön, wir können die Forge doch bauen. Da bin ich jetzt sehr, sehr glücklich drüber, ehrlich. Ja, das ist das halt, ne? Wenn man ungefähr weiß, wo man das Zeug alles herkriegt, ne? Auf der Straße liegen zwischendurch immer mal Kadaver und da können wir immer definitiv irgendwie noch Knochen rauskriegen. So, jetzt erstmal alles das, was wir brauchen, um die Forge zu bauen. Beziehungsweise den Bellow. Ausschalten, zack. Rezepte, Klebeband. Geht natürlich nur hier. Rezepte, Klebeband, zack, dreimal. Und jetzt Blasebalg. Was fehlt uns noch? Der Sleder habe ich wieder vergessen.
Wo ist das Leder? Da ist das Leder. Zack. Und schon können wir den Blasebalg endlich bauen. Der dauert 40 Sekunden. Ich würde sagen, wir bauen die Forge noch eben kurz schnell zusammen fertig. Ich weiß nur noch nicht, wo ich sie hinstelle. Vielleicht hier in die Ecke. Oder vielleicht doch hier vor. Ich weiß es noch nicht. Oder hier in die Wand, an die Wand. Ja, an die Wand ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Rezepte, Fackeln. Können wir ja auch mal 4 Stück noch vom bauen. Rezepte, Schmiede bauen. So, ich will nur eine Fackel wenigstens haben. So, jetzt dieses Rest ist erstmal uninteressant. Die wir da hinsetzen können, dass wir hier ein bisschen was sehen. Ne? Das kloppen wir nochmal eben weg. Ja, out of stamina. So. Hier ist unser Notausgang. Wir könnten aber in der Zeit nochmal neue Fackeln herstellen, 3 Stück. Und jetzt haben wir die Schmiede. Sehr, sehr cool. Ne? Jetzt können wir hier erstmal alles reinschmeißen. Ne, das nicht. Klopse erstmal an. Und jetzt haben wir endlich schon mal so viel Zeug geschafft, dass das unglaublich wird. Wir haben 22 Uhr. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Nee, nicht 22 Uhr, 22 Minuten. Aber wir haben fast 4 Uhr. In-game. Das heißt, wir sind durch für heute. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und wir, ja, werden in der nächsten Folge wahrscheinlich ziemlich viel Holz hacken müssen, aber das kriegen wir hin. Das machen wir schon. Und ja, ich würde erstmal sagen, ich bin raus. Euer Nexus. Ciao!